Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr schon sehen könnt, sind wir hier im Schwarzmarkt am Start. Das heißt, es gibt heute mal wieder ein Pack-Opening. Und zwar gibt es die M16 und die PPSH neu zu bekommen. Und ja, ich habe auf jeden Fall 2025 Kryptos, 1000 COD-Punkte noch am Start und auf jeden Fall noch eine Fernkampfwaffenbestechung. Die habe ich aus diesem Auftrag noch beibehalten. Dann noch zwei Nahkampfwaffenbestechungen, aber ich habe auf jeden Fall alle Nahkampfwaffen, deswegen macht es keinen Sinn, die jetzt aufzumachen. Und mir fehlt nur noch die HLX, die Nagelpistole und eben diese M16 und PPSH. Ich habe auf jeden Fall Bock, eine der neuen Waffen zu ziehen, damit ich damit mal ein gutes Gameplay auf jeden Fall raushauen kann auch. Und ich will jetzt auch gar nicht lange fackeln. Ich würde sagen, was geht hier überhaupt ab? Was ist dieses roter Valentinstag? Okay, irgendeine Tarnung, die man bekommt für begrenzte Zeit. Alles klar. Ja, vielleicht bekommen wir die ja auch. Wäre auf jeden Fall mega nice. Und ich würde sagen, let's go. So, auf geht's, würde ich sagen. Wir machen jetzt erstmal das Tagesdoppel auf. Ist ja mal ganz klar hier. Und es wäre auf jeden Fall mega, mega nice, dass ich jetzt hier irgendwie die PPSH oder irgendwie halt diese M16 ziehen würde. Wäre schon richtig krass. Ich gehe mal davon aus, dass wir absolut die übertrieben vielen doppelten Dinger hier bekommen. Weil, ich habe ja schon so viel gezogen jetzt dadurch diese 100er Packs, die ich da aufgemacht habe und so. Also wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal die Kryptos auf, würde ich sagen, weil da habe ich jetzt erstmal am meisten Bock drauf und dann am Ende machen wir die Nahkampfwaffenbestechung auf, oder diese Fernkampfwaffenbestechung natürlich, die Nahkämpfe habe ich ja schon alle und ja, ich gehe jetzt hier einfach mal durch, ich denke mal, das meiste kennt ihr ja schon, ich weiß jetzt gar nicht, ob auch neue Anzüge hier so dazugekommen sind, aber das wird ja wahrscheinlich dann dabei stehen oder so, vielleicht bekommen wir auch diese komische Valentinstags hier, Tarnung oder was auch immer das ist und ja, oh hier haben wir schon, oh Februarschmuggelware, also doch. Es gibt auf jeden Fall auch neue Anzüge hier. Das finde ich ja schon mal ganz cool. Dann haben wir direkt für den Firebreak hier schon mal eine neue Ausrüstung bekommen. Geile Sache auf jeden Fall. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel können wir hier aufmachen? 60 Kisten oder so locker. Und dann haben wir ja noch diese ganzen Doppelten. Oh mein Gott. Oh, die Invasionsfolie, ne? Also, wenn die mal kein Like wert ist. Kleiner Spaß auf jeden Fall. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir jetzt hier auch noch... Oh, Februar-Schmuggelware. Dann gut. Sieht jetzt irgendwie nicht so schön aus. Weiß ich nicht. Schockt mich jetzt nicht so. Da waren die im Dezember schon deutlich cooler. Und hier ist auch wieder, oh, die Argus Eistarnung und die 48 Dredge. Alles klar. Aber Argus, ey, wir haben die epische Argus bekommen. Jungs, wie krass ist das denn? Haben wir letztes Mal immer nur gesehen, die epische Argus, und dann nie bekommen. Aber, ja. Heute bekommen wir sie einfach mal. Hier ist wieder irgend so ein, ich glaube, den Jadekopf. Naja, den habe ich auch schon. Guck mal, kriegen wir schon wieder eine epische, auf jeden Fall die Kryptos zurück für. Ich glaube, das ist ja schon eine Menge, was wir dahinter zurückbekommen wieder. Alter Falter. Und die könnten das ruhig mal so machen, dass man nie irgendwie was doppelt zieht. Oder zumindest die Waffen nicht doppelt zieht, weil, ich weiß nicht, ist irgendwo schon ein bisschen doof. Oh, die ICR, die muss ich auf jeden Fall auch in den nächsten Tagen mal ein bisschen öfter spielen. Ich habe da richtig Bock drauf, damit meine Nuklear zu machen auch. Habe ich nämlich noch gar nicht geschafft, glaube ich. So, dann geht es jetzt hier mal auf jeden Fall ganz fleißig weiter. Oh, ah, das sieht geil aus. Das gefällt mir. Guck mal, wir kriegen hier direkt noch einen Kopf, aber ich weiß gar nicht, ob ich den schon habe. Aber das sieht echt sick aus, so schwarz-weiß. Sieht auf jeden Fall schon ziemlich schlicht aus. Gefällt mir. Finde ich ganz nice. Den könnten wir eigentlich direkt mal ausrüsten hier. Sieht ja schon mal richtig fresh dann aus, der Typ. Oh, hier kriegen wir den Kopf, den habe ich auf jeden Fall auch schon. Die epische Argus kriegen wir nicht. Okay, aber dafür die Energie und Tarnung für die SVG. So, wenigstens eine neue Waffe, die ich noch nicht habe, wäre schon mal Premium. Und nicht irgendwie was doppelt oder so. Wahrscheinlich kriege ich aber sowieso irgendeine Nahkampfwaffe, die ich schon... LOL. Junge, Alter, das sieht ja mega geil aus. Sieht gar nicht aus wie der Ruin. Richtig heftig. Gefällt mir richtig gut. Das sieht echt nice aus. Ohne Scheiß. Echt eine coole Sache. Ja, Nahkampfwaffen brauche ich jetzt auf jeden Fall nicht. Schade auch auf jeden Fall, dass die keine neue Nahkampfwaffe reingemacht haben. Hätte ich mich echt drüber gefreut, glaube ich. Ich glaube, den haben wir auch schon. Junge, Junge, ey, das wird hier das längste Pack-Opening seit langem. Oh, hier kriegen wir noch so einen geilen Anzug. Oh, Weihnachten ist schon längst vorbei, Jungs. Aber, ja, sieht ganz, ganz witzig aus. Ich ziehe das einfach auch mal direkt an, so. Können wir uns die vielleicht nochmal später angucken. Oder ihr seht das dann im Stream, wenn wir mal einen Livestream machen, dann zeige ich euch das nochmal. Ja, da kriegen wir nochmal eine ICR-Tarnung, auch nicht schlecht. Ich glaube, die haben wir noch gerade bekommen. Ne, wir hatten die Lila-Tarnung haben wir bekommen, ne? Weiter geht's ja auf jeden Fall. Ey, ich habe so Bock, jetzt was Neues zu ziehen. Oh, jetzt kriegen wir Outrider-Kopf. Das sieht auch ganz sick aus, so mit... im Kopf, so im Gesicht, so richtig nice angemalt auf jeden Fall. Und Manowar Prestige-Tarnung, ja gut. Aber ich finde, oh geil, guck mal, jetzt haben wir das Set hier voll. Vielleicht haben wir da irgendwie was richtig Geiles dann oder so als Setkarte. Kommt jetzt hier nochmal irgendwas? Oh, die Schwindler-Tarnung für die KRM. KRM ist auch eine heftige Waffe, ich habe die letztens mal gezockt, ne, die geht ja so ab, ne. Nahkampf immer fast One-Hit, so. Mega heftig, so. Ja, es sieht auf jeden Fall noch nicht so danach aus, dass wir irgendwie hier mal überhaupt eine Waffe ziehen, die es irgendwie gibt, so als DLC-Waffe. Oh, hier haben wir einen
Seraph Spot nochmal bekommen, aber ich glaube, davon habe ich auch beide. Das mit den Raps und mit der Pistole. Digga, komm, jetzt mach mal hier schnell noch was, ne? Ich will jetzt hier schon doch nochmal eine neue Waffe ziehen, so. Drakon Eistarnung, okay, braucht jetzt kein Mensch. Oh, das ist auch eine schöne Visitenkarte, sieht abgespaced aus. Aber Jungs, die PPSH oder die M16? Schreibt mir auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare, welche ihr haben wollt am liebsten. Und ich weiß ja nicht, also ich habe bei Fantoo im Stream gestern gesehen, dass die auf der PS4 die M16 schon echt heftig aussieht. Wenn die auf dem PC nur ansatzweise auch so gut ist, dann ist die auf jeden Fall schon echt heftig. Aber ich glaube, dass die PPSH auf dem PC doch ein bisschen solider zu spielen sein wird. Und falls ihr die Waffen natürlich gezogen habt und ich die jetzt nicht ziehen sollte, dann schreibt mir das auf jeden Fall gerne in die Kommentare, falls ihr irgendwie auf dem PC spielt, dass ich damit mal eine Runde zocken kann, vielleicht ein Video aufnehmen kann oder so. Würde ich mich echt mega drüber freuen. Und ja, jetzt haben wir hier die Februar-Schmuggelware für den Battery. Auch ein cooler Kopf. Ganz witzig, mal so ein bisschen Farbe hier ins Spiel gebracht. Absolute Punkerin da mit ihren lilanen Haaren. So, jetzt haben wir nur noch 1000 Kryptos fast. Das ist ja echt schon hammer wenig. Verlässt uns heute das COD-Glück, dass wir heute mal keine neue Waffe ziehen werden. Ich bin ja echt gespannt, aber wir haben ja noch diese Waffenbestechung auf jeden Fall. Wenn ich da eine doppelte ziehe, ne, das wäre so belastend auf jeden Fall. Ich habe letztens schon mal die FFR doppelt gezogen, die MX Garant habe ich auch schon doppelt gezogen. Aber ohne Scheiß, was ist heute los? Wir bekommen ja nicht mal irgendwie überhaupt eine Nahkampfwaffe auch oder so. Also, dass ich eine mal doppelt ziehe oder sowas, ne? Gar nicht, einfach wir kriegen nur LMGs und Drakon-Tarnung. Ich will gar nicht wissen, wie viele Doppelte ich gleich habe. Oder hier diese Varianten bekomme ich hier die ganze Zeit. Also wenn die irgendwann mal noch neue Varianten reinbringen sollten oder so, dann macht schon fast keinen Sinn überhaupt, sich nochmal hier um Kryptos Gedanken zu machen, weil man fast nur diese Dinger hier bekommt. Und die Wahrscheinlichkeit wird ja immer geringer, dass man gerade diese neue Waffe auch zieht, die jetzt reingebracht wird. Ja, guck mal, da haben wir das Butterfly gezogen. Geil, wäre jetzt cool, wenn jetzt jemand dieses Butterfly noch nicht hätte und ich das traden könnte. Das irgendjemanden von euch geben könnte natürlich. So, haben wir nochmal Februar, jetzt haben wir den Battery hier komplett, die ist ja komplett hier in Farbe eingetaucht. Ja, wir bekommen auf jeden Fall hier schon mal diese ganzen Tarnungen für die ganzen Spezialisten und so, das finde ich ja schon mal ganz cool. Aber ich würde trotzdem jetzt irgendwie sagen, PPSH oder M16 wäre jetzt mal auf jeden Fall an der Reihe. Oh, hier haben wir auch das 6. von 6 bekommen, wird auf jeden Fall immer besser. Hier ist wieder was Episches und Spot, da habe ich mittlerweile, glaube ich, auch schon alle. Ein Prophet, wobei, nee, da habe ich noch nicht das, wo der die Blitze in den Himmel schießt, das habe ich noch nicht. Ist es das vielleicht? Übertaktet, das könnte sogar sein. So, aber jetzt kommt schon. Hier ist nochmal die epische Argus. Nee, Intensität für Weevil sieht ganz schön aus, glaube ich. Weevil sollte ich auch mal wieder öfter spielen. Also ICR und Weevil wird auf jeden Fall auch mal wieder kommen demnächst. Und Razorback, ja, wenn man so fragt, dann kann man natürlich auch mal die Razorback mal bringen. Oh, aber Jungs, ich will jetzt endlich eine neue Waffe haben. Ich denke, ihr seid wahrscheinlich genauso gehypt. Ohne Scheiß, ey. Einfach 2000 Kryptos hier schon jetzt gleich aufgemacht und immer noch erst nur das Butterfly gezogen bisher. Ist schon echt hammer wenig, so. Muss man schon sagen, irgendwo auch. Alter, Spectre Corp, der sieht auch heftig aus, als wenn er irgendwie 5 Augen hätte oder so. Coole Sache. Rüsten wir natürlich auch mal direkt aus. Oh, jetzt kriegen wir wieder eine schöne Visitenkarte hier. Braucht kein Mensch. Was kriegen wir überhaupt heute für 30er-Kisten hier? Alter, was ist das denn für eine Lackierung? gibt's das überhaupt als Tarnung, ey? Weiß ich gar nicht. So, aber jetzt... Oh, jetzt kriegen wir noch den Ruined Körper, den perfekten dazu. Ey, das sieht ja mal richtig geil aus. Zu dem Kopf, den wir da schon gezogen haben. Also ich glaube, wir haben alle Anpassungen hier schon fast für die ganzen Spezialisten. Aber wir kriegen keine neue Waffe. Echt richtig belastend, Digga. So. Oh, Energieuntarnung für Pharo ist natürlich echt schon ganz schön. Aber eine neue Waffe wäre da jetzt schon echt ein bisschen schöner. Jetzt haben wir schon wieder 6 von 6 hier. Visitenkarten auf jeden Fall auch komplett am Start hier. Oh. Battery, den Körper, das habe ich auch alles schon. Wir werden so viele Kryptos gleich zurückbekommen. Das ist nicht mehr normal. Firebreak Spot habe ich auch schon. Alter Falter, hier ist wieder was Episches. Epische Argus, okay. Boah, ich würde mich so freuen, wenn ich eine neue Waffe ziehen würde, ne? Alter, gib uns einfach irgendwie die M16 oder die PPSH, das wäre so heftig. Okay, das war wieder eine absolut schlechte Kiste. Was gibt's hier nochmal wieder? Oh, Februar Schmuggelware, Spectre Körper haben wir jetzt auch noch bekommen, zu dem Kopf passend. Ich glaube, es gibt nur eine neue Sache pro Spezialist, also Körper und Kopf. Ja, diese Gesten, ey, die gehen mir auch richtig auf die Nerven mittlerweile. Ich habe sowieso immer nur diese Spots am Ende. Natürlich Black Cell Tarnung, die braucht man. Ey, das ist auf jeden Fall essentiell hier in dem Spiel.
Also die Tarnung auf jeden Fall. So. Oh, hier haben wir Februar für Seraph. Sieht jetzt aber irgendwie nicht spannend aus, finde ich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das sieht aus wie eine Dingens. Hier so eine Spezialistenanpassung, die es schon mal gab. Aber jetzt kriegen wir wieder komplett die Gesten hier. Tod 2.0 habe ich auch schon. Oh, die Argus mal wieder. Epische Argus ist am Start. Wir kriegen die Schaff-Variante noch dazu. Das war mal eine schöne Kiste, aber nicht schön genug. Jetzt gib uns doch. Oh, Seraph. Ey, der Kopf sieht aber schon dann wieder hingegen ziemlich geil aus, muss man sagen. Jetzt haben wir die Seraph auch noch komplett. Aber immer noch nicht eine neue Waffe. Okay, noch. Die Kryptos neigen sich langsam dem Ende hingegen. Oder hinzu. Den Kopf habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Libelle. Sieht ja mal wieder komplett abgespaced aus. Junge, Junge, Junge. Ich will jetzt doch einfach nur die M16 haben. Das gibt's doch nicht, oder? Guck mal, noch 214 Kryptos. Und es gibt immer noch nicht die M16 oder die PPSH. Das wäre so schön. Aber den Kopf habe ich auch schon. Wir bekommen gleich so viele Kryptos einfach zurück, ne? Nicht mehr normal. Ah, Junge. Ja, aber ohne Scheiß, ne, wie gering die Wahrscheinlichkeit auch einfach ist, dass man mal eine neue Waffe bekommt, ne? Wir bekommen ja nicht mal irgendwie was doppelt oder so. Außer halt das Butterfly. Das war wahrscheinlich die erste Nahkampfwaffe, die auch reingepatcht worden ist, irgendwie anfangs von Black Ops 3. Jetzt können wir noch zwei aufmachen. Oder wir bekommen jetzt wieder so viele zurück, dass wir nochmal... Na, komm. Ja, jetzt können wir noch zwei aufmachen. Angeblich Schnitzer nochmal gezogen. Ja, guck mal, haben wir schon wieder zwei Nahkampfwaffen. Na, wenn das mal nichts Gutes bedeutet, dass wir gleich noch irgendwie eine richtig geile neue... Oh, jetzt kriegen wir noch die MX Garand, Alter. Jetzt läuft's aber richtig, ey. Komm. Kriegen wir noch den Reaper, den neuen Kopf. Und wir nehmen jetzt den Schwung mal mit. Wir nehmen jetzt hier noch die 1000 COD-Punkte, nehmen wir auch noch direkt mit. Und ich bin da jetzt echt guter Dinge, dass wir da jetzt gleich echt eine gute Waffe ziehen werden in unserer Fernkampfwaffenbestechung, die garantiert ist. Ich möchte einfach nur am liebsten schon so die PPSH haben. Aber wahrscheinlich bei meinem Glück bekomme ich dann die HLX oder so. Oder also gut, die HLX wäre auch geil, aber die Nagelpistole hätte ich absolut keinen Bock drauf. Und eine doppelte wäre auch richtig, richtig belastend. So. Jetzt können wir nochmal eine 30er aufmachen und dann würde ich sagen, setzen wir erstmal die Doppelten nochmal alle ein, bevor wir dann hier weitermachen. So, jetzt gucken wir erstmal Doppelte. Ach du Scheiße. Wir haben 91 normale, 65 seltene, 12 legendäre und 19 epische doppelt. Alter, wie viele Kryptos bekommen wir zurück? Ich habe es jetzt nicht gesehen, ob das da stand oder so. Aber der macht jetzt mal hier fleißig auf jeden Fall das Doppelte eintauschen. Wir haben nicht mal diese rote Valentinstag-Tarnung bekommen. Wäre auch geil gewesen, wenn wir die gehabt hätten. Weil die kann auf alle Waffen angewendet werden, sehe ich da gerade. Das heißt, man bekommt die und dann kann man die einfach auf alle anwenden, oder was? Also gut, okay. Unser Ziel ist es auf jeden Fall, dass wir die rote Valentinstag-Tarnung noch bekommen. Vielleicht wäre natürlich schon ziemlich nice, wenn er jetzt hier gleich mal die Kryptos dann auch verarbeitet hat. Alter, wir haben schon wieder 373. Das geht locker noch auf 500, oder? Krass, Mann. Ja, jetzt machen wir ein bisschen schneller hier. So viel Arbeit kann das ja eigentlich nicht sein, oder? Also wir haben den Schnitzer, das Butterfly und die MX Garant gezogen. Auf jeden Fall cool. Jetzt guck mal, wir haben 560 Kryptos wieder zurückbekommen. Alter, da können wir jetzt nochmal richtig hier ausrasten. Dann haben wir insgesamt 2500 Kryptos aufgemacht. Ich habe gleich noch 10 seltene auf jeden Fall, die wir auch noch aufmachen können. Alter, das ist das größte Pack-Opening, was ich jemals gemacht habe, glaube ich. So, jetzt bekommen wir nochmal den Ruin-Spot. Alles klar. Oh, man muss das mal irgendwie so automatisieren können, ey, dass er das alles automatisch öffnet. Okay, jetzt kriegen wir den Outrider-Körper, den haben wir auch jetzt komplett. Nice. Aber jetzt lass doch mal einen hören hier. Ich wette ja, dass ich nochmal irgendwie jetzt so, keine Ahnung, nochmal so die rote Valentinstagstarnung bekomme. Geil, Alter. Richtig nice. Ey, guck mal, das ist doch schon mal richtig, richtig erfreulich, dass wir das jetzt schon mal bekommen haben. Geile Sache, Mann. Ey, wie episch sieht das denn aus, Mann? Ohne Scheiß. Richtig krass, muss ich erstmal einen Screenshot von machen. So. Dann gehen wir auf jeden Fall mal weiter hier. Alter. Dafür auf jeden Fall schon mal... Nein, müsst ihr kein Like für da lassen, aber ist schon richtig heftig, Mann. Ich bin echt gespannt, wie die gleich aussieht. Die gucken wir uns noch auf jeden Fall an. So. Jetzt bin ich hyped. Jetzt bin ich warm und ich glaube, unser Glück, Gott, ist jetzt auf jeden Fall auf unserer Seite. Und, okay, jetzt bekommen wir jetzt zweimal die Kontrasttarnung.
Alter, es hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, dass wir diese rote Valentinstag-Tarnung bekommen haben. Wenn die sich jetzt auch noch so heftig geil bewegt, so wie Dark Matter oder so. Alter, da bin ich auf jeden Fall echt gespannt, wie die aussehen wird. So. Vor allem, wir haben die jetzt für alle Waffen einfach, ne? Das ist dann so eine Spezialtarnung. Richtig, richtig cool. Und wir bekommen gleich safe auf jeden Fall wieder richtig viele Doppelte zurück, dass wir nochmal ein paar aufmachen können. So. Let's go. Okay, hier, ich hab, glaube ich, bald echt alle Varianten. Das kann echt bald nicht mehr so sein, dass ich überhaupt nochmal welche bekomme oder so, die ich noch nicht habe. So. Komm schon. Hier ist wieder irgendwas Geiles. Eine coole Visite. Ah, okay, wir kriegen die High 2 Folie. Es gibt sogar noch eine erste oder was? Alter, okay, den Ruin. Oh, Schädelbrecher auch nochmal. Okay, haben wir 3 Nahkampfwaffen jetzt gezogen. Auf jeden Fall ziemlich Premium. Oh, wir kriegen den Furiengesang auch noch. Haben wir 4 Nahkampfwaffen gezogen. Heftig. Und die MX Garant. Also 4 Nahkampfwaffen und eine Fernkampfwaffe. Das bedeutet ja echt eigentlich schon einiges Gutes. Sodass wir vielleicht ja gleich noch. Oh, auf jeden Fall die Intensitätstarnung für die XM53 bekommen. Dass wir echt was Geiles bekommen gleich in dieser Fernkampfwaffenbestechung. Ich hoffe echt halt nichts Doppeltes. Das wäre so wichtig einfach, dass man, wenn man da die Gewissheit hätte, nichts Doppeltes zu bekommen. Finde ich schon cool. Oh, der sieht mal wieder typisch Profit-mäßig aus. Sehe ich mal auch direkt an hier den Kopf. So, Battery nochmal wieder 80er Jahre. Okay, jetzt haben wir schon wieder, okay, nur noch 25, das heißt erstmal wieder doppelte, da wollte ich nicht hin, erstmal doppelte eintauschen, bekommen wir auf jeden Fall wieder locker auf 200 oder so, dann haben wir schon insgesamt 2700 Kryptos aufgemacht, aber kommen wir auf die 200, ich weiß es nicht, kommen wir locker, denke ich, oder? Ah, 191, okay, haben wir 2700 Kryptos fast aufgemacht, so, haben wir locker schon, weil wir bekommen ja immer noch Kryptos zurück pro Kiste und so, ne? Oh, den gelbes Jackett. Okay, das sieht ja eh nicht aus wie den wir vorhin gezogen haben für Februar. Okay, Februar-Schmuggler war für Nomad. Jetzt haben wir den auch komplett. Nice. Okay, hier haben wir schon wieder 6 von 6 bekommen. Läuft auf jeden Fall bei uns. Okay, 4 Nahkampfwaffen und eine Fernkampfwaffe haben wir bisher gezogen. Und die natürlich diese Valentinstagstarnung. Finde ich ja echt persönlich ziemlich geil. Aber die Waffe finde ich noch einen Ticken geiler. Also wenn wir die neue Waffe ziehen würden und dann direkt diese rote Valentinstagstarnung drauf machen. Ich glaube, das wäre echt heftig und würde auch bestimmt ziemlich geil aussehen. Aber jetzt, ne, machen wir erstmal weiter ganz gechillt hier. Ich weiß gar nicht, wie lange das Pack-Opening eigentlich schon geht. Wahrscheinlich locker schon 15 Minuten. Ey, krass. Okay, wir haben jetzt schon wieder nur noch 18. Ah, komm, wir machen das gleich. Ich mache jetzt erstmal hier die 10 seltenen auf noch. Okay, Shiva. Junge. Da habe ich eigentlich auch immer was Gutes noch drin gezogen. So. Ich hatte da eigentlich immer ganz gut Glück bei diesen 10er-Kisten. Als es das schon mal gab. Oh, hier ist irgendwas Episches gewesen. Oh nein, okay. Noch 7. Alter, ich bin so gespannt, ne, was wir gleich bekommen werden in dieser Fernkampfwaffenbestechung. Ne. Ich hoffe einfach echt so sehr, dass wir eine neue Waffe bekommen. Komm schon. Das haben wir uns doch verdient, nachdem wir jetzt so viele hier aufgemacht haben. Immer noch 4 Stück hier und jetzt haben wir gleich nochmal Doppelte, die mache ich erst noch alle weg, bevor wir hier ins große Finale einsteigen. Hier ist nochmal Argus oder was? Ah, KRM, okay. Nochmal KRM, geil. Jetzt die letzte. Digga. Jetzt haben wir auf jeden Fall nochmal erstmal die Doppelten, die wir hier erstmal zurückholen können. Ah, haben wir schon wieder 147, Alter. Es hört ja einfach nicht auf. Es will einfach nicht aufhören hier mit den Kryptos, Mann. Jetzt haben wir schon wieder 183. Machen wir auch nochmal alle auf hier. Let's go. Vielleicht nochmal eine Nahkampfwaffe oder so. Haben wir ja noch nicht. Oh, Eistarnung für ICR. Geil. Hat uns der COD-Gott wahrscheinlich gehört, dass wir die ICR spielen wollen demnächst. Oh, HVK will er uns jetzt hier auch noch anbieten. Aber wie wär's denn mal mit einer neuen Waffe so? Fände ich schon ein bisschen cooler. Junge. Digga. Oh, nochmal XM53, braucht kein Mensch, Mann. Diese Tarnungen sind so überflüssig. Oh, nochmal ICR, Dschungelparty. So, jetzt die letzte wahrscheinlich. Oder ist es die vorletzte? Wir haben wahrscheinlich noch Doppelte. Dass wir die dann auch nochmal eben wieder eintauschen können. Okay, 29. Jetzt erstmal hier die Doppelten nochmal uns gönnen. Okay, da können wir nochmal 2 Stück aufmachen. Bevor es jetzt gleich abgeht. So, was haben wir jetzt noch? Ah, nochmal die Dingo-Eistarnung. Auch schön. Und das bedeutet jetzt, oh, Februar, Schmuggelware. Haben wir nochmal den Firebreak auch jetzt komplett bekommen. Game Over steht einfach drauf, sieht
schon ziemlich geil aus. Reicht es noch für eine 30er? Nein, es reicht nicht für eine 30er. Oh mein Gott, Jungs, ne? Ich bin jetzt so gespannt, ne? Ich mache einfach, ich glaube, die Augen zu. Und ich hoffe einfach, dass es jetzt M16 oder PPSH wird. Das wäre echt so, so geil. Also, 3, 2, 1, let's go. Bitte, Jungs, betet für mich, dass ich die bekomme. Bitte. Yes, Mann! Wie geil ist das denn, Mann? Ohne Scheiß, ich glaub's nicht. Ich glaub's einfach nicht. Wie viel Glück haben wir denn, Mann? Wir bekommen einfach... Nee. Nee, wie geil. Ohne Scheiß, Mann. Genau die, die ich haben wollte, Mann. M16 wäre auch geil, aber ich glaube, dass die PPSH auf dem PC echt solider ist, Mann. Alter, dafür auf jeden Fall mal so fetten Like da lassen. Würde ich mich extrem drüber freuen, dass wir jetzt so das hier durchgezogen haben, dass es sich so heftig gelohnt hat einfach am Ende. Alter Falter, man sieht das geil aus, diese Waffe einfach nur, ne? Ohne Scheiß. Jetzt machen wir nochmal hier. Kriegen wir jetzt noch die 30er? Ne, die kriegen wir nicht mehr zusammen, die 30er. Aber scheiß drauf, ich zeig euch die jetzt natürlich. Alter, Digga. So, erstmal hier gucken, dass wir jetzt hier die erstmal wegpacken hier und... Nee, ey, wir kriegen einfach die PPSH wie Hammer, Mann. Und jetzt haben wir natürlich auch noch diese rote Valentinstagstarnung. Alter, okay, das sieht heftig aus, Mann. Die könnte ein bisschen knalliger sein, so ein bisschen roter, finde ich. Aber sieht auf jeden Fall sick aus, muss man echt so sagen. Alter, passt irgendwie nicht, passt schon irgendwie ein bisschen zu der PPSH. Geile Sache, Alter. Oh mein Gott, ich bin gerade so gehypt, ne? Alter, guck mal, hier ist einer reingejoint gerade wieder, warum auch immer, aber ohne Scheiß, Jungs, ne? Das hat sich jetzt so gelohnt, ich bin so gehypt einfach gerade, richtig geil. Ich freue mich auf diese Waffe, ich werde auf jeden Fall ein richtig nices Commentary damit machen, ein Live-Commentary. Vielleicht werde ich auf die Nuke gehen, vielleicht auch direkt eine Nuke erreichen, ich weiß es natürlich nicht. Und in dem Sinne würde ich euch sagen, ja, wünsche ich euch einfach einen schönen Tag noch, genießt einfach euer Leben. Ich bin so glücklich gerade, ne? Und ja. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, lasst gerne ein Abo da, damit ihr auf jeden Fall nicht die Folge mit der PPSH verpasst. Könnt ihr auf jeden Fall machen, hier auf diesen Button draufklicken. Und in dem Sinne, ja, schaut vielleicht bei den anderen Pack-Openings vorbei, wie viel Glück wir einfach haben. Heftig, heftig. In dem Sinne, bis dann. Haut rein und ciao.